Sunsurfen und Liebeleien am Strand. Mit Gegen den Wind wurden die beiden Hauptdarsteller Hardy Krüger Jr. und Ralf Bauer bekannt. Wie es für ihre Ex-Kollegen aus der Surfer-Serie weiterging, verraten wir euch jetzt im zweiten Teil unseres Videos. Bekannt machte Gegen den Wind auch die Schauspielerin Denenesh Sudhe. Sie spielte in der Serie Sarah ein Mitglied der Surfer-Clique und zeitweise auch die Freundin von Nick. Für sie ging es nach dem Serienaus mit vielen Rollen in Fernsehproduktionen, aber auch am Theater stetig weiter. Ein aktuelles Projekt ist ihre Rolle in der ARD-Serie Die Inselärztin. Ein weiteres bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, das in der 90er-Serie dabei war, ist Katja Woywood. Die hübsche Brünette spielte in der Surfer-Serie Julia, in die sich Hardy Krüger Juniors Charakter Sven verliebte. Katja Woywood ist seit Gegen den Wind alles andere als untätig gewesen. Sie war in der Schwarzwaldklinik, dem Tatort, in der Serie Der Alte, sogar auf dem Traumschiff und noch vielen weiteren Serien und Filmen zu sehen. Seit 2009 ist sie bei Alarm für Cobra 11 die Autobahnpolizei dabei und spielte in einer Staffel Pastewka von 2019 mit. Zum Freundeskreis der Surfer gehörten natürlich auch weitere Jungs, darunter Timo, der von Christian Nerte gespielt wurde. Ein Wiedersehen mit dem Schauspieler mit den roten Locken gab es nach Gegen den Wind unter anderem im Kinofilm Schule aus dem Jahr 2000. In dem Streifen über die Zeit kurz vor dem Abitur spielte er einen verpeilten Kiffer. Auch im ersten Teil von Fuck You Goethe war Christian Nerte dabei, diesmal allerdings nicht als Schüler, sondern als Biolehrer. Ganz klar, die Sunny Boys und ihre Freunde aus der erfolgreichen 90er-Serie Gegen den Wind werden wir so schnell nicht vergessen.